R-E-W-I-N-F-I-D-E. Willkommen zum neuen Video. Wie ihr vielleicht hört, bin ich noch ein bisschen erkältet, bzw. immer noch ein bisschen krank. Es wird jetzt auf jeden Fall richtig nice, das ganze Husten und das ganze Rumgenießen rauszuschneiden. Da ihr mehr als nur intelligente Lebewesen seid, habt ihr es wahrscheinlich schon am obigen Titel gesehen, Freunde. Es gibt einiges an Infos, die ich euch näher bringen möchte. Und ich dachte, das tue ich jetzt einfach mal. Und zwar gibt es erstmal ein paar Neuigkeiten generell über dieses UFO-Projekt, weil so viele Leute gefragt haben, Revi, was ist das UFO? Wohnst du jetzt? Ist das YouTube-Haus 2.0? Oh, ihr habt ja gar keine Dusche. Wie schlaft ihr denn überhaupt? Also, meine Freunde, generell erstmal zum UFO. Das UFO ist ein Projekt von Dena, Paluten, Easy, Sturmwaffel und mir, das sind 5 Jungs, die haben sich ein Büro quasi gemietet. Mein Plan ist es, da jeden Morgen zwischen 8 und 9 Uhr anzutanzen, meine Videos zu machen, mit den anderen zu kollaborieren, verschiedene Dinge zu erarbeiten, Projekte zu machen, meinen ganzen Kram der Selbstständigkeit da irgendwie abzuwickeln und quasi da einfach eine richtig geile Zeit zusammen zu haben. Jeder von uns hat auf jeden Fall so ein eigenes Aufnahmezimmer, also quasi ein eigenes Büro, einen eigenen Raum für sich, in dem man sich komplett frei entfalten kann. Daneben gibt es nochmal eine Küche, 2 Toiletten und noch einen Gemeinschaftsraum. In diesem Gemeinschaftsraum werden auch noch viele verschiedene Dinge stattfinden. Da wartet ihr aber einfach mal ab. Da haben wir uns auf jeden Fall schon was richtig Cooles für überlegt. Und generell soll es einfach so sein, dass wir da quasi unsere Videos gemeinsam aufnehmen, da schneiden, unsere ganzen Sachen machen und das Ganze nicht mehr zu Hause machen. Es hat einen besonderen Vorteil, man kriegt irgendwie einen geregelten Tagesablauf hin, man steht auf, man geht quasi ganz normal zur Arbeit und das Geilste dabei ist eigentlich, dass man halt direkt mit den Leuten, die man am liebsten hat, direkt gemeinsam was machen kann, miteinander Videos machen kann, sich gegenseitig pranken kann und einfach echt eine Menge Spaß haben kann. Das ist quasi soweit das UFO-Projekt. Ich werde da nicht einziehen, ich werde da nicht übernachten, nur um das einfach mal klargestellt zu haben. Jetzt erstmal ein richtig dickes Appell an euch, meine Freunde. Ich glaube, ich spreche da auch für die anderen, wenn ich sage, tut uns einen Gefallen und bewegt euch nicht in die Nähe des Bürogebäudes. Wir werden da keine Fotos machen. Leute, die vom Eingang sitzen, werden einfach von der Sicherheitsfirma oder von der Polizei abgeführt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das im YouTube-Haus nichts Gutes mit sich gebracht hat, wenn die Leute wissen, wo das Ganze ist und vor allem dann ständig da Leute rumgehangen haben. Es darf auf jeden Fall nicht passieren, dass da irgendwelche Leute vor Ort hängen. Falls das passiert, dann werden die Leute einfach direkt von der Polizei mitgenommen. Dann ist das halt leider so. Dann noch eine ganz, ganz wichtige Sache, meine Freunde. Ich habe wieder unheimlich Bock zu streamen. Da findet ihr übrigens auch eine kleine Abstimmung zum nächsten 24-Stunden-Stream. Da könnt ihr einfach mal abstimmen, wann das Ganze stattfinden soll. Ich trage euch mal ganz kurz die Daten vor. Für den 24-Stunden-Stream gibt es 3 Termine, meine Freunde. Und zwar einmal den 29.10., den 5.11. und den 12.11. Hoffentlich haben wir zu dem Zeitpunkt wieder Internet. Und da wird es auf jeden Fall einen richtig, richtig fetten 24-Stunden-Stream geben. Ich werde mir ordentlich Gäste ins UFO einladen. Vielleicht machen noch ein paar von den anderen Jungs mit. Und dann wird nochmal eine richtig fette Streaming-Session gemacht. Ab dem Moment möchte ich übrigens zweimal die Woche wieder regelmäßig streamen. Generell weiß ich noch nicht wo, ob es jetzt YouTube oder Twitch wird. Da könnt ihr nämlich auch unten abstimmen. Wo soll der 24-Stunden-Stream stattfinden? Auf beiden Plattformen, falls das technisch möglich ist. Oder auf Twitch oder YouTube. Und generell plane ich nach dem 24-Stunden-Stream auf jeden Fall wieder regelmäßig die Woche zu streamen. Sprich, zweimal die Woche. Die Tage werden wahrscheinlich Dienstag und Donnerstag abends sein. Immer 3-4 Stunden ganz lässig aus dem UFO raus. Und das ist quasi der Plan für die Zukunft. Dann gibt es noch eine wichtige Sache anzusprechen, meine Freunde. Und zwar das lang ersehnte Projekt Castle Rush Season 2. Und ja, wir sind da schon dran. Es wird gerade schon eine neue Arena für Simon und mich gebaut. Und ich denke mal, dass sobald wir im UFO Internet haben, ich mich da soweit eingerichtet habe und Simon auch bereit ist, werden wir starten. Sprich, hoffentlich schon in 1 bis 2 Wochen. Ich kann es noch nicht genau versprechen, wann es soweit ist. Aber wir sind beide mega gehypt drum und haben uns auf jeden Fall schon Teams für die wildesten Sachen ausgemalt. Und möchten dann auch endlich mal das Castle Rush in einem Raumding richtig geil durchziehen. Ich muss da einfach mal ehrlich mit sein, Freunde. Ich habe mir da was richtig Krankes ausgedacht. Ich habe mir einfach überlegt, wir nehmen so einen Wrestling-Ring, so einen Boxring, stellen in eine Ecke im PC und in die andere Ecke im PC. Und immer wenn einer ausrastet, kann man gemeinsam in den Ring gehen. Und dann kann man sich schlagen mit so Schaumstoffschwertern und so weiter und so fort. Vielleicht machen wir das sogar mit Zuschauern. Das ist aber nur so eine blöde Idee, die in meinem Kopf herrscht. Vielleicht könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Dann machen wir das mit 200 Zuschauern, die wir auslosen. Das wäre eine richtig geile Sache. Dann gibt es noch eine ganz interessante Sache, meine Freunde. Und zwar gibt es demnächst ein kleines Event, was sogar ich selber geplant habe. Natürlich nicht alleine, sondern ich habe da jemanden, der mir dabei hilft. Das ist mit den Leuten, die auch die TubeCon gemacht haben. Die ist ja durchweg sehr gut bei euch angekommen. Das Ganze nennt sich Meet & Play. Vielleicht haben die ein oder andere schon mal einen Instagram-Post dazu gesehen. Ganz wichtig, das Event wurde vom 20.11. auf den 29.01. verlegt, weil es da kleine technische Probleme mit der Halle gegeben hat. Wenn ihr also Bock darauf habt, am 29.01. Simon, Sascha, InScope und noch ganz, ganz viele andere, der süße Rotpilz ist übrigens auch da, zu treffen, dann checkt auf jeden Fall meine Ticket-Link in der Beschreibung aus. Demnächst gibt es dafür nochmal ein fettes, fettes Paket an Infos für euch. So viel auf jeden Fall dazu, Freunde. Ich glaube, das war es soweit an Infos. Generell gibt es ja bei YouTube ein paar fette Macken. Und da würde ich euch einfach mal ganz, ganz dicke darauf hinweisen, meine Freunde. Falls ihr dieses Video gesehen habt und das auch in der Abo-Box bei euch aufgetaucht ist, würde ich mich echt freuen, wenn ihr einfach mal ganz kurz in die Kommentare schreibt, ob es in der Abo-Box war. Und vor allen Dingen mal hingeht, ihr seht das hier gerade eingeblendet, diese Glocke einfach mal bei mir aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Push-Benachrichtigung aufs Handy und immer eine Benachrichtigung, wenn meine Videos online gehen. Weil das in letzter Zeit leider bei der alten Dame YouTube nicht so ganz gut funktioniert. So viel auf jeden Fall dazu, Freunde. Ihr seht's, Castle Rush ist wieder back am Start. Ich habe richtig Bock aufs UFO. Ich freue mich wahnsinnig auf die ganzen Streams. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Kauft meinen Merch.
Ich gebe das Essen und verziehe mich dann mit einer Tasse Tee zurück ins Bett. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, meine Freunde. Macht's gut, haut rein, euer Revi. Tschüss.